Moin Leute, Wärmepumpen sind stark im Kommen. Die Absatzzahlen gehen stark in die Höhe. Besonders Luftwärmepumpen werden immer beliebter, wahrscheinlich aufgrund des relativ niedrigen Preises. Die meisten der heute verwendeten Wärmepumpen nutzen ein oftmals brennbares und stark umweltschädliches Kühlmittel. Man forscht sehr stark daran, diese bisherigen Kühlmittel, wie zum Beispiel R32 oder auch Difluormethan, durch umweltfreundlichere, wie zum Beispiel Propan, zu ersetzen, wie man es auch gerne in Gasgrills und so weiter verwendet. Zum Vergleich, 1 Kilo R32, also Difluormethan, hat dieselbe Klimawirkung auf 100 Jahre wie 677 Kilogramm CO2. Propan hingegen entspricht nur ungefähr 3,3 Kilogramm. Die Wirkungsgrade der beiden Kühlmittel werden vermutlich vergleichbar sein. Dennoch ist Propan immer noch brennbar und so kann es bei unsachgemäßem Gebrauch auch zu gefährlichen Situationen kommen. Ja, und jetzt, es gibt tatsächlich komplett neue und ganz andere Konzepte, Wärmepumpen umzusetzen. Also so wirklich was ganz anderes. Und ich fand eine ganz besonders spannend und aussichtsreich, nämlich eine Wärmepumpe, die wirklich durch magnetische Felder funktioniert. Die hat wirklich kein Kältemittel, keinen Kompressor, ist deutlich leiser als die heutigen und soll sogar effizienter sein. Ich spreche von magnetokalorischen Wärmepumpen und ich werde euch hier und heute erklären, was es damit auf sich hat. Denn das Konzept ist also wirklich spannend, muss ich echt sagen. Ich kannte es vorher auch nicht und es hat mich sehr, sehr begeistert. Also einfach nur, wie es funktioniert, ist schon echt cool. Das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik forscht aktiv an Kühlsystemen und Wärmepumpen mit Hilfe des magnetokalorischen Ansatzes. Magnetokalorische Materialien sind magnetisierbare Materialien, die sich bei Einwirkung eines magnetischen Feldes erwärmen und beim Entfernen des Feldes wieder abkühlen. Also wenn ich ein magnetisches Feld dran halte, werden die warm und wenn ich es wegnehme, wird es wieder kalt. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann ich denn damit eine Wärmepumpe oder einen Kühlkreislauf realisieren? Ist jetzt im Prinzip egal, ob Wärmepumpe oder Kühlkreislauf, ist ja immer die Frage, in welche Richtung ich das nutze. Ja, das Material wird magnetisiert und erwärmt sich dann. Und dabei verdampft die Flüssigkeit in dieser kleinen Kammer, die ihr hier sehen könnt. Und jetzt kommt der Trick. Die Kammern, die ihr seht, sind quasi eine thermische Diode, also so nennt man das auch wirklich. Die Wärme kann nur in eine Richtung sich bewegen, ja, und das macht man einfach durch kleine Überdruckventile. Der entstandene Dampf kann dann quasi nur noch nach rechts und nach links, kann er halt einfach nicht durch dieses Ventil, weil das in die eine Richtung immer sperrt. Nachdem der Magnet dann weg ist, kühlt das Element dann unter die Ausgangstemperatur wieder ab. Dadurch entsteht ein Unterdruck und es strömt dann über das Ventil von links neues Fluid nach. Und das macht man dann quasi kontinuierlich im Kreis. Damit kann ich dann praktisch zwei Seiten realisieren. Eine über der Umgebungstemperatur und eine unter der Umgebungstemperatur. Und somit fließt dann von der kalten zur warmen Seite Energie. Also eine Wärmepumpe. Die Idee mit der thermischen Diode fand ich persönlich schon ziemlich cool, denn eine Diode kennt man ja normalerweise aus dem elektrischen Bereich, die lässt dann praktisch nur Stromfluss in eine Richtung zu. Und hier wird das tatsächlich mit Wärme gemacht und das System ist ja bestechend einfach, aber schön. Und jetzt die dicke Frage, wie transportiert man denn nun die Wärme? Normalerweise wird das mit dem Kältemittel in den Kupferrohren gemacht, also bei normalen Klimaanlagen oder Wärmepumpen. Die Jungs und Mädels vom IPM haben hier Heatpipes verwendet und das ist eine verdammt schlaue Idee. Jetzt klar, warum und was ist das eigentlich, so eine Heatpipe? Das ist auch mega interessant. Also als erstes muss man sich mal ansehen, wo das System überhaupt Energie benötigt. Denn diese Stellen möchte man natürlich einfach möglichst klein halten. Also ich will ja wirklich wenig Energie in das System reinstecken, um meine Wärme zu pumpen. Das heißt, diese zwei Stellen sind besonders wichtig. Die eine Stelle ist quasi, dass der Magnet ja bewegt werden muss. Also er muss ja rotieren, damit er halt diese verschiedenen Felder immer abarbeiten kann. Die andere Stelle ist, wo die Wärme abtransportiert werden muss. Und das ist bisher der Schwachpunkt gewesen, weil dort halt wirklich Pumpen zum Einsatz gekommen sind. Die kosten wieder Energie und damit ist der ganze Wirkungsgradvorteil dann leider wieder dahin. Und die Jungs und Mädels vom IPM nutzen stattdessen sogenannte Heatpipes. Viele von euch kennen die Dinger bestimmt aus den Kühlern vom Notebook oder im Rechner. Wenn ihr jetzt denkt, dass das einfach nur ein gefülltes Kupferrohr ist, welches gut Wärme leitet, dann ist das weit gefehlt. Denn technisch ist das ein absolut geniales Konzept, wie ich finde. Schauen wir mal in so ein Ding rein. So, ihr seht jetzt, in der Mitte ist so ein Hohlraum und außen eine Art von Geflecht. Also, was ist da los? Schauen wir uns das Prinzip nochmal genauer an. Ihr seht jetzt, hier rechts ist quasi irgendeine Wärmequelle. Ja? Nehmen wir zum Beispiel den Prozessor im PC, den ich kühlen will. Also der jetzt gerade warm ist und den will ich kühlen, das ist meine Wärmequelle. In der Heatpipe ist dann an dieser Stelle ein Fluid, welches an der Wärmequelle verdampft.
Und dafür muss man natürlich das richtige Fluid finden. Also es muss die richtige Verdampfungstemperatur dafür haben. Das heißt, das muss ich irgendwie einstellen. Der warme Dampf breitet sich dann in der Mitte des Rohrs aus bis hin zur kalten Zone. Also geht quasi so links rüber. Und dort, wo ich die Wärme wieder abgeben will, zum Beispiel der Kühlkörper des CPU-Kühlers oder was auch immer das ist, dort kondensiert dann quasi dieses Fluid wieder zu einer Flüssigkeit und geht dann durch die Kapillarwirkung nach außen ins Rohr und wieder zurück an den Anfang. Und ihr merkt schon, das ist ein Kreislaufstrom, der da passiert. Und ich habe immer wieder Kondensation und Verdampfung und damit kriege ich diese Mega-Effizienz hin. Der Vorteil von dem ganzen Ding ist, dass der Wärmewiderstand wesentlich besser ist als von Metallen. Und dadurch ist mit sehr kleinen Rohren ein sehr, sehr guter Wärmetransport möglich. Naja, und mit Hilfe dieser Heatpipes konnten die Forscher des IPM also ohne Pumpen auskommen. Da der Wärmeabtransport dann passiv funktioniert und einfach keine Pumpe mehr nötig war. Also auch wieder eine ziemlich coole Idee, finde ich. Ja, Effizienz und Marktreife. Ne? Ihr merkt schon, das ist ein relativ neues System, noch nicht so mega erforscht. Aber versuchen wir mal herauszufinden, was die Effizienz angeht, was wir da so wissen. Wir sprechen hier von der Leistungszahl oder COP, Coefficient of Performance. Dieser beschreibt, wie viel Wärmeenergie ich zum eingesetzten Strom erhalte. Also bei einem Kopf von 5 zum Beispiel würde ich 1 Kilowatt Strom reinstecken und ich würde 5 Kilowattstunden an Wärme von außen nach innen pumpen. Und das ist dann umgangssprachlich gesagt wie ein Wirkungsgrad von 500%, ja, weil ich die Wärme von außen entnehme und die nach innen pumpe. Das heißt, ich erwärme nichts direkt, sondern ich pumpe es einfach nach innen. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie ist diese Leistungszahl bei dieser Art von Wärmepumpe? Und ich habe einiges zum Kopf gefunden. Fangen wir mal mit der ersten Betrachtung an und die macht Norio für euch. Viel Spaß dabei. In dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung wurde eine Simulation durchgeführt, um einschätzen zu können, wie sinnvoll das System aus technischer Perspektive ist und welche Leistungszahlen bzw. Temperaturen damit überhaupt machbar sind. Verglichen werden die Werte hierbei kurz mit einer Fiesmann VitoCal 200. Dabei handelt es sich um eine Sohle-Wasserwärmepumpe. Der Vergleich ist vermutlich nicht ganz fair, da es sich bei der Studie vorher um eine Simulation handelte. Allerdings geht es hierbei grundsätzlich überhaupt erst einmal um eine Abschätzung, ob die magnetokalorische Wärmepumpe höher kommen kann. Und ja, wie man sieht, ist hierfür zumindest eine Tendenz gegeben. Letztendlich hängt also darüber hinaus alles nur noch davon ab, wie effizient das Gesamtsystem dann arbeitet. Außerdem spielt natürlich die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Schauen wir uns daher mal an, ob es bereits praktische Beispiele und Prototypen gibt. Eine deutsche Firma Wirmag AG hat tatsächlich so ein System mal auf den Markt gebracht. Angegeben wurde ein Kopfwert von um die 5 für eine normale Raumheizung. Das ist allerdings nicht wirklich aussagekräftig, da dieser Wert von der Außentemperatur bzw. von der Temperaturdifferenz abhängig ist. Hier kann man also sehr leicht sehr viel schönrechnen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Firma mittlerweile insolvent ist, hat die Zahl einen besonders faden Beigeschmack. Wir benötigen also dementsprechend andere Daten, um wirklich sinnvolle Einschätzungen abzuliefern. Ja, das bereits erwähnte Institut für physikalische Messtechnik des Fraunhofer-Instituts, also das IPM, von dem ich eben gesprochen habe, forscht aktiv an magnetokalorischer Kühlung bzw. auch an Wärmepumpen. Hier wurde von einem Konzept geschrieben, welches Leistungszahlen größer 5 realisieren soll und mit bereits 300 Watt arbeitet. Wobei auch hier leider keine weiteren Daten genannt wurden. Ich habe daraufhin den projektverantwortlichen Wissenschaftler Dr. Bartholomä angeschrieben und er hat sich bereit erklärt, mit mir in den nächsten Wochen ein paar Fragen zu beantworten, zu besprechen. Und dann werde ich euch vermutlich nochmal ein paar mehr Details bzw. Einblicke in diese mega spannende Forschung bieten können. Also jetzt schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich finde das Thema wirklich extrem spannend und ihr merkt auch, dass es jetzt immer noch ein sehr neues Thema ist und dass wir hier vielleicht noch uns in einem relativ frühen Stadium befinden. Und der Schritt mit einem neuen System halt in so einen stark umkämpften Bereich wie Kühlung oder Wärmepumpen zu gelangen, ist vermutlich auch alles andere als einfach. Da sind natürlich schon viele Platzhirsche da, die das schon jahrelang machen und sehr wirtschaftlich arbeiten. Da muss man erstmal reinkommen. Aber insgesamt klingen die Vorteile des Systems für mich doch so überzeugend, dass es mich wundern würde, wenn man da in den nächsten Jahren nicht mehr und mehr von hören würde. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt hier auch einfach auf das Gespräch mit Dr. Bartholomä vom IPM, der mir hier sicherlich nochmal tiefere Einblicke geben kann und vielleicht auch mal seine Einschätzung geben kann, wie er das sieht. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und ein Like und besucht auch gerne unseren Podcast. Hier unten findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.